Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harvest Moon. Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt und muss erstmal gucken, wo ich war. So, Wetter soll morgen schön werden, das ist schon mal ein guter Anfang. Und wir haben Montag und 550 Gold. Geld. Silberstücke. Bezahl. Währung. Dingens. Ihr wisst schon. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, eine Rübe. So. Und da ist ein Unkraut. Unkraut wollen wir hier nicht. Unkraut muss raus. Kein Herz für Unkraut. So, wenn wir 500 Geld haben und nichts mehr auf dem Feld, dann heißt das für mich, wir müssen mal ein paar Samen kaufen. Und zwar hätte ich gern wieder Rübchen. 200 kaufe ich. Möchte ich gleich noch eins. Blüb, blüb. 200 kaufe ich. Jetzt haben wir nur noch 150. Ja, ihr merkt schon, ich lasse es schon langsam angehen. Man könnte zu diesem Zeitpunkt schon weiter sein. Aber ich habe einfach keine Lust, mich zu stressen in dem Spiel. Ich will einfach, dass das für mich und für euch einfach so eine entspannte Sache ist. Und ja, ich hoffe, das erreiche ich. Ich hoffe, es ist für euch nicht unentspannter, weil ihr wisst, wie weit man hier schon sein kann. Und euch dann denkt, oh mein Gott, sie hat die Samen gegossen. Nein, aber ne? Wie kann man nur so langsam dieses Spiel spielen? Ja, hoffe ich mal nicht, dass ihr solche Aggressionen bekommt, weil ihr mir zuschaut. So, wie gießen wir denn am besten? Wir müssen ja immer schön gießen, sonst wächst hier nichts. Ich habe ja mittlerweile auch... Also die Folgen sind ja mittlerweile alle draußen und ich habe auch auf die Kommentare geachtet und eine Zuschauerin hat auch geschrieben, was sie so wegen der Hochzeitspläne denkt und war für Ellen, also hat nichts dagegen, dass ich Ellen date und da sonst keine Meinung dazu kam. Denke ich mal, hat sonst auch keiner was dagegen. Und werde das so machen. Ja. Also bleiben wir bei Ellen und ich schau mal, ob ich noch eine Blume gepflückt bekomme und ihr in den Rachen werfen kann. Auf den Kopf. Wie auch immer. Irgendwo hinwerfen kann. So, dass es ihr gefällt. Blumen waren ganz oben bei dem... Genau. Angler. Ich hoffe, man hört das Klacken meines Gamepads nicht wieder so laut. Ich habe es eigentlich relativ weit weg vom Mund. Habe aber, als ich dann die Aufnahmen mal durchgeguckt habe, doch festgestellt, dass man es... Wow, es ist echt schon Nacht. Krass. Dass man es doch gehört hat. Also, ja. Ja, es ist echt schon Nacht. Ich war zu langsam. Die Tage sind einfach so verdammt kurz. Damit rechne ich manchmal echt nicht. Gut, dann haben wir eigentlich nichts mehr weiter zu erledigen. Also gehe ich ins Bett. Ach, mir läuft die Nase ein bisschen. Passend. Ich fange eine Aufnahme an und zack, läuft mir die Nase. Ja, ich möchte schlafen gehen. Wuff, wuff. So, Wetter morgen. Sonne. Haben wir Geld für unser Rübchen bekommen? Ja, wir können uns nochmal Rübchen leisten. Großartig. Dann gehe ich jetzt zuerst eine Blume holen und nochmal Rübensamen. Und dann gehe ich gießen. Dann mache ich das hier mal so rum, damit wir nicht wieder den Zeitpunkt verpassen und sie schon schlafen gegangen ist. Das wollen wir ja nicht. Hier den Zeitplan mit dem Hausbau werde ich wohl nicht einhalten. Weil, wie gesagt, ich lasse es
eher entspannt angehen. Und wenn man es entspannt angeht, dann ist das eher schwierig zu erreichen, da schon so viel Geld gespart zu haben, um am Ende des Sommers eben das Haus ausbauen zu können. Hey, das riecht so gut. Magst du Tiere? Ich liebe sie. Ja, ich liebe Tiere auch. Hey, wir haben was gemeinsam. So, sag mal, wie viel kostet eigentlich ein Huhn? Bei ihr Chicken. 1000, okay. Nein, möchte ich noch nicht. Aha, schön. Was möchtest du? Ein Huhn kaufen. Ein Huhn kostet 1000. Willst du es kaufen? Nee, doch nicht. Aha. Irgendwie eine witzige Konversation, muss ich sagen. Eine witzige Antwort. Hey. Gib's mir, Mädchen. Warte mal, wir hatten vorher noch 150, hatten jetzt 210. Das heißt, ein so eine Rübe gibt 60. Sie kostet 200. Wir haben 8 Felder. Also 8 mal 60. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich 8 mal 6 immer am allerfürchterlichsten fand. Also die ganze 8er-Reihe konnte ich immer nicht richtig rechnen. Keine Ahnung warum. Und die Rüben liegen in meinem Schuppen. Schuppen war das Wort, das ich gesucht habe. So. Ich muss immer kurz überlegen, ob ich die richtige Taste gerade drücke. Aber bis jetzt ist es mir meistens noch gelungen. So, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Also 8 mal 60 verdienen wir mit einem so einem Feld. Das macht 48, 480 minus 200. Das heißt, wir haben einen Gewinn von 280. Wir erwirtschaften 480 und haben einen Gewinn von 280, weil wir Ausgaben vorher für die Samen von 200 haben. So, ich weiß gar nicht. Ah ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Wasser in meine Kanne passt. Und in dem Moment war sie alle. Ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder bloß jeden Tag gießen und warten. Man könnte halt ganz viel Geld am Anfang schon verdienen, indem man die Früchte aus dem Waldstück nebenan einsammelt. Huch. Indem man Fische fängt und die in die Box wirft. Wenn man also viel Laufarbeit auf sich nimmt und ja, dergleichen, dann kann man sehr schnell recht viel Geld verdienen im Spiel. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte nicht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Nee, ich hätte gerne den Hammer. So, wir haben ja noch ein bisschen Energie, dann kann ich eigentlich noch das Feld aufräumen. Wir wollten immer, oder ich glaube, ich meine, ich habe gesagt, ich möchte immer die Energie aufbrauchen, die ich habe am Tag. Und ja, das dauert ja auch nicht so lange. Huch, da habe ich nicht mitgezählt. Schlecht, oh mein Gott, schon wieder Energie verschwendet. Aber dazu verfällt man tatsächlich sehr schnell, dass man so sagt, so ja. Jetzt habe ich mich zwischendurch bewegt, deswegen musste ich einmal häufiger draufhauen. Ja, aber dazu verfällt man bei solchen Spielen echt schnell, dass man immer das Optimum echt rausholen möchte. Aber wie gesagt, dann möchte ich, das möchte ich eigentlich echt vermeiden diesmal. Also ich neige auch dazu und ich möchte versuchen, es zu vermeiden. Ich möchte wirklich, dass das eine ruhige, schöne Sache für uns wird hier. Und wir einfach gucken, was wir so schaffen in der Zeit und nicht am Ende alles haben müssen. Und morgen soll es wieder schön und sonnig werden. Und ich gehe erstmal wieder ein Blümchen holen und verschenken. Und dann gießen wir. Und ja, wir leben ein entspanntes Farmleben.
Obwohl, so entspannt fände ich das, glaube ich, gar nicht. So früh aufstehen ist nämlich gar nicht meins. Geh mir aus dem Weg. Holla. Mann. Ihr ganzen Klone hier. Ist voll das Klondorf. Angriff der Klonkrieger. Ich sehe es kommen. Die bauen irgendwann nicht mein Haus aus, sondern sie töten mich und alle im Dorf. Man müsste den bloß noch weiße Rüstung anziehen. Das riecht so gut. Hi. Hi. Du siehst toll aus. Danke, du auch. So, und wieder zurück. Und Blümchen gießen. Also sind ja keine Blümchen. Hoch. Ich wollte eigentlich wechseln. Die beiden Tasten verwechsel ich echt noch oft. Also mit welcher ich es zwischen den beiden Dingen, Items, die ich trage, hin und her switche und mit welcher ich diese Items anwende. Also quasi X und Y verwechsel ich häufiger noch. Aber ist ja nicht so schlimm. Übrigens, wo wir gerade bei Knöpfe verwechseln sind, habe ich mir letztens eine Wii U gekauft. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich es wirklich tue, aber ich habe eigentlich voll Bock drauf. Also ich habe mir die Version gekauft, bei der man gleich Splatoon und Mario Kart 8 dabei hat. Und ich bereue es halt echt überhaupt nicht. Es macht so viel Spaß. Ich habe es schon ein bisschen mit meinem Freund gespielt und ja, ist echt super witzig. Wir wollen uns irgendwie bald demnächst irgendwann noch einen Zelda-Teil anschaffen. Also vor allem er möchte den haben. Ich glaube Ocarina of Time? Ich weiß es aber wirklich gerade nicht. Ich habe da nicht so aufgepasst. Ich bin eine schlechte Freundin, ich weiß. Und außerdem wollen wir uns auf jeden Fall noch Pokémon Tekken anschaffen. Da haben wir die Demo-Version gespielt. Und die ist ja mal super geil. Ich mochte früher auf der PlayStation immer diese Tekken-Spiele schon total. Und ja. Das dann auch kombiniert mit Pokémon. Ich liebe ja Pokémon sowieso. Ja, total super. Finde ich ganz begeisternd. Ich weiß nicht, mögt ihr solche Kampfspiele? Also solche Tekken-Kampfspiele? Ich meine jetzt nicht so Shooter-mäßig oder so Hitman-mäßig, sondern ja, wirklich solche, ja, Tekken-Spiele halt. Ich finde die toll. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie so schönes Button-Gemäsche. Ich meine, man kann es natürlich mit Sinn und Verstand machen, aber meistens Spaß macht es eigentlich, wenn man die ganze Zeit nur wild auf seinen Knöpfen rumprügelt. Also... Jedenfalls finde ich das irgendwie am coolsten. So, der Tag ist schon wieder rum. Wir haben ja alles gegossen und ab ins Bett. Bling. Jeder Tag ist gleich, ne? Ach, irgendwann sind doch Feste. Da habe ich gar nicht nachgeguckt. Die lagen in der Kirche aus, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich gehe gleich mal kurz in die Kirche gucken. Wann das nächste Fest ist, weil irgendwann ist, glaube ich, Frühlingsfest. Und bei den Festen muss man echt aufpassen. Wenn man zu denen hingeht, geht man danach, so wenn ich mich gerade nicht ganz irre, direkt ins Bett. Das heißt, wenn man da nicht gegossen hat am Morgen, bevor man hingegangen ist, dann, ja, fail, ne? Deswegen sollte man halbwegs im Kopf haben, wann diese Feste sind. Und ich hab's gerade gar nicht und ich wette, ich renne jetzt voll in eins rein. Nee, gut. So. Dann werfen wir mal ein Büchlein, einen Blick in das Büchlein in der Kirche. Erstes Frühling, 23. Frühling. Da ist das Blumenfest, genau. Gut, und dann ist wieder im Herbst und Winter.
Wir haben erst den 11. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Alles safe. Alles safe, das ist gut. Ich versuche wirklich jeden Tag Ellen Blümchen zu schenken und einmal mit ihr zu sprechen. Dann steigern wir ihre Gefühle zu uns am schnellsten. Wir könnten ihr natürlich mehr Geschenke machen, aber so ist es gleichzeitig günstig für unseren Geldbeutel. Nicht zu zeitintensiv und doch effektiv. Ist natürlich irgendwie gemein, ne? Also guckt euch sowas nicht fürs Real Life ab. Günstig und wenig zeitintensiv sollten nicht eure Hauptaspekte für eine Beziehung sein oder für einen potenziellen Partner. Wenn ihr es günstig und wenig zeitintensiv haben wollt und trotzdem nicht allein sein wollt, dann schafft euch eine Schnecke an. Mein bester Freund hält sich übrigens Schnecken als Haustiere. Finde ich sehr toll. Also finde ich wirklich witzig. Er hat halt gesagt, er hätte total gern ein Haustier, hat aber halt so wenig Zeit, ist immer so viel unterwegs und will ja auch nicht, dass es dem Tier dann schlecht geht. Da hat er sich zwei Schnecken gekauft. So riesige Nacktschnecken. Die haben auch irgendwie einen speziellen Namen. Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich sehr aufmerksam bin. ja, aber die Grundidee finde ich halt echt super. Mir geht es ähnlich. Ich will ja auch unbedingt ein Haustier haben. Schon immer. Ich wollte schon als Kind immer einen Hund haben und durfte nie. War immer sehr traurig, aber das hat halt zwei Gründe. Erstens haben meine Eltern leider bei meiner großen Schwester nicht die besten Erfahrungen gemacht, was Haustiere betrifft. Und zweitens hat mein Vater schlicht und ergreifend eine Tierhaarallergie. Ja, aber klar, man hätte dann Anti-Allergien-Hund holen können, aber mein Vater mag auch gar keine Hunde, also der hat eher Angst vor den Tieren. Dementsprechend durfte ich halt als Kind keinen Hund haben. Und als angehende Erwachsene, beziehungsweise dann Erwachsene, als ich dann ausgezogen bin von daheim und studieren gegangen bin und dergleichen, ja, hatte ich halt einfach keine Zeit mehr für einen Hund. Also ein Hund ist ja doch ein recht zeitlich anspruchsvolles Tier und ich will den ja dann auch nicht den ganzen Tag zu Hause lassen, ne? Dann jaulen die und sind traurig. Ich meine, wer mag es schon gern, den ganzen Tag allein zu Hause zu sitzen? Ja, niemand. Auch der Hund nicht. Und genauso sehe ich es bei einer Katze. Klar, man kann sich auch zwei Katzen halten, aber dann sind sie wieder sehr wenig auf den Menschen fixiert. Und das finde ich dann auch nicht schön, wenn es so ein Aneinander-Vorbeileben ist mit dem Haustier. Und jedenfalls hatte ich deswegen in meinem Leben noch nie einen Hund. Und habe mich jetzt mal informiert, ob es nicht eine Alternative gibt. Und bin tatsächlich auf Ratten gestoßen. Als Jugendliche fand ich Ratten sowieso cool. Und ja, deswegen werde ich mir vermutlich im Mai Ratten anschaffen. Im Mai. Oh, Spätzchen. Chip, Chip. Unser Hund. Was riecht er so? Oh, unsere Rüben sind fertig. Ja, und deswegen will ich mir Ratten anschaffen, weil die sind eigentlich vom Wesen her relativ verschmust, sie sind klug und man schafft sie sich in kleinen Gruppen an. Also ich will drei haben, damit sie sich auch wohlfühlen. Also man sollte niemals eine Ratte allein halten, man sollte wenigstens so drei, vier Ratten haben. Ja, das heißt, man kann den ganzen Tag arbeiten, da haben sie sich selbst. Und wenn man nach Hause kommt, freuen sie sich trotzdem riesig. Also das ist halt der Unterschied, die freuen sich so ein bisschen wie Hunde auf ihr Herrchen. Können aber auch alleine sein in der Wohnung, weil die haben ja ihren Stall. Stall, genau. Die haben ja ihren Käfig und haben. Man sollte natürlich einen relativ großen nehmen, dass sie genug Platz haben und rumlaufen können. Aber ja, wenn man auf solche Sachen dann ein bisschen Acht gibt, dann können die ein durchaus glückliches Leben führen. Obwohl man den ganzen Tag arbeitet. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, mir Ratten anzuschaffen. Mein Freund findet die auch toll. Und dann passt das ja. Es war natürlich jetzt kein Ersatz für einen Hund. Am Hund finde ich ja auch gerade toll, dass man mit dem viel rausgehen muss, viel an der frischen Luft ist, Gassi geht und so. Aber wie gesagt, das ich stelle mich da einfach nicht über das Wohl des Tiers. Und das macht, finde ich, jeder Mensch, der sich einen Hund oder ein Tier anschafft,
in dem klaren Wissen, dass er eigentlich nicht die Zeit dafür hat. Wenn es dazu kommt, aus irgendwelchen Gründen, ja, dann ist es so, klar, dann hat das Leben irgendwie einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber man hat es halt nicht mit Absicht gemacht. Aber wenn man, wie ich, sich ein Tier anschafft, obwohl man weiß, man hat dafür keine Zeit, dann finde ich das unverantwortlich. Vielleicht bin ich da ein bisschen harsch, aber das ist meine Meinung und zu der stehe ich auch. Ja. Dann sollte man lieber Farmspiele spielen. Und sich da Tiere anschaffen. Yay, wir haben 69 Gold. Wir kriegen morgen Geld. Yay. So, aber was wir morgen mit dem Geld machen, das sehen wir auch tatsächlich jetzt in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier nur noch ein paar Steine kaputt klöppeln und dann ins Bett gehen. Und dann ist die Folge schon wieder um. Ich habe euch jetzt total vollgetextet mit Haustieren. Und wie ich zu Haustieren stehe und so weiter und so fort. Oje. Ich hoffe ja, dass eine der Ratten gepunktet sein wird. Also so eine gescheckte, wisst ihr? Es gibt ja so, die sind dann relativ hell an sich und haben dann so schwarze und braune Flecken überall und so. Die finde ich total toll, die sind so richtig bunt. Und so eine hätte ich gern. Und wenn ich so eine kriege, dann nenne ich sie Cookie. Das weiß ich schon. Wir wollen uns im Übrigen 3 Männchen anschaffen, weil die Männchen sind, naja, gechillter und verschmuster an sich. Also klar, jedes Tier hat ja seine Eigenarten, ja. Das kann man jetzt nicht so total pauschal sagen, aber im Großen und Ganzen sind Männchen eher verschmuster und chilliger und werden auch schneller dicker als weibliche Ratten. Nein, ich wollte den Zaun nicht nehmen. Ich wollte darüber springen. Ja, Weibchen, dafür kann man besser was beibringen. Die sind intelligenter und aufgeweckter. Ja. Deswegen, aber wir hätten lieber chillige, entspannte Schmuseratten. So. Ich habe heute zwar schon geguckt, wie das Wetter werden soll, aber ich habe es schon wieder vergessen. Gut, ja, jetzt habe ich euch genug zugetextet mit Tieren und was ich so plane und so weiter und so fort und wie es in meiner Vergangenheit lief. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr wollt, wie es bei euch so ist, wie ihr zu Tieren steht, ob ihr Haustiere habt, ob ihr gern welche hättet oder und warum ihr vielleicht keine haben könnt und oder irgendwas. Also ich bin da immer offen. Ich höre und lese sowas immer total gern. Ich freue mich auch über jedes Kommentar. Und ja. Erzählt mir ruhig mal was, wenn ihr dazu Lust habt. Wenn es euch zu privat ist, dann könnt ihr mir auch eine PN schreiben, wenn ihr es nicht in die Kommentare schreiben wollt. Das ist auch vollkommen okay. Also ich lese, ich gucke auch regelmäßig, ob ich Nachrichten bekommen habe. Auch wegen des Black Desert Codes zum Beispiel habe ich ja angeboten, hat mir bis jetzt noch niemand eine PN geschrieben. Aber wenn mir einer eine schreibt, dann kriegt der gerne diesen Code. Gar kein Ding. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie mal schreiben wollt, dann macht das ruhig. Ich freue mich drüber und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ihr Lieben.